Ja, hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und dabei habe ich mir mal was Schönes rausgesucht. Und zwar zum einen ein Clan War Gefecht und zum anderen eine Arti, die monstermäßig Damage macht. Also da kann man schon drauf freuen. Und hier spielt Lape gegen We Like Tetris. Wie gesagt, ich habe es mir mal random rausgesucht, weil es hat mich von den Stats her schon sehr beeindruckt. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was er hier so aufs Parkett legen kann. Erstmal wird er natürlich langsam, aber sicher zurückgefahren. Wie schaut es aus von der Teamverteilung? Die Badget bleibt alleine hier in der Mitte scheinbar. Dementsprechend spottet sie hier, macht sonst nichts. Die ganzen Heavies fahren zum ganz großen Teil hier die Einsatzweierlinie entlang. Die meisten auch hier direkt oben durch. Und auf der 8er, 9er Linie so ein bisschen die schnelleren und TDs. Also so ist die Aufteilung. Und er supportet hier erstmal draußen, da wo die etwas leichteren und auch zahlmäßig weniger vorhandenen Panzer sind, um da zu unterstützen. Natürlich kennt man als Arti-Fahrer so die ganz groben Spots, weiß, wo jemand aufgehen könnte. Badget postet schon No Spot. Also da ist erstmal nichts in der Mitte und wurde wahrscheinlich auch nicht aufgedeckt. Aber schon mal sehr interessant, dass er das scheinbar gar nicht im Spiel oder beziehungsweise im Team-Speak sagt, sondern im Spiel schreibt. So, und der Gegner scheint unglaublich passiv zu sein. Also, dass noch gar kein einziger offen ist. Und nachdem sie ja hier die 8er, 9er Linie schon fast durch sind. Oh, da stehen sie alle. Schuss ist direkt raus, gar nicht lang gewartet. Und leider nur 530er Splash, also der war jetzt nicht so hoch, wie er es gebraucht hätte. Hat auf jeden Fall der Gegner mit Maus und E3 da schon dicke Dinger stehen. Die Nachladezeit bei der Conquer Gun Carriage immer extrem hoch. Also das ist eben was, was doch schon sehr viel Zeit benötigt, bis man da wieder die nächste Schelle im Lauf hat. Natürlich, wenn sie dann trifft, kann die auch verheerend treffen. So, jetzt hat er nachgeladen, aber wie gesagt, in dem Fall ist es immer schwierig, so einen Blindshot zu setzen, weil Blindshot kann halt natürlich, klar, man sieht es nicht, kann verfehlen und dann hat man die ganze Nachladezeit wieder in Kauf genommen. Jetzt braucht er da Sicht, weil sonst hat er da gar keine Chance, irgendwie einzugreifen. Also er muss da jetzt was sehen. Da ist jetzt die Maus wieder offen, die hat sich da scheinbar verlegt, zieht sich da jetzt zurück, ist seitlich zu ihm. Da muss er es natürlich einaimen, aber dann könnte er hier wirken, leider jetzt aber schon wieder zu. Dementsprechend keine schöne Möglichkeit für ihn da jetzt drauf zu gehen. Aber trotzdem nach wie vor der Gegner auch scheinbar unglaublich passiv. Gerade die 8er, 9er Linie, da sind sie jetzt schon fast durch. Wo
passiert jetzt was. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es irgendwo richtig knallt. Und ich kann mir vorstellen, dann sehen wir aber mal die dicke Action. Da ist die Maus wieder. Mal schauen, ob diesmal da was passiert. Und jetzt ist der Schuss raus. Oh, der könnte mal richtig wehgetan haben. Da hat er auf jeden Fall mal, glaube ich, gut hingeholzt. Das ist natürlich wichtig, um dann einen Gegner, der so ein bisschen passiver ist, rauszuhauen. Und jetzt bewegt er sich nach vorne, zieht sich da jetzt aus der Basis zurück und geht da ein bisschen mehr nach vorne, dass er sich da dementsprechend dem Gegner auch widmen kann. Auf jeden Fall hat er die nächste Kelle schon parat. Da muss er sich nur noch so hinstellen, dass er direkt loslegen kann. Ja, noch ist er unschlüssig. Jetzt legt er sich so hin, dass er da hier in die Kuhle kommt. Sehr, sehr gut, weil da kann er dann dementsprechend richtig schön unterstützen, weil da müssten einige Gegner sein. Und da sind sie jetzt auch und warten da auf ihre Hinrichtung schon fast. Jetzt heißt es Ruhe bewahren, einaimen. Sie bleiben alle wunderbar da stehen. Und jetzt ist der Schuss raus. Und da hat er aber mal richtig hingelangt, weil man hat gut gesehen, dass der Schuss da sogar den einen ins Heck gegangen ist. Also von dem her sehr schöner Schuss. Drei Panzer da wird's beschädigt. Team liegt allerdings derzeit noch hinten, also auch wenn es immer sehr knapp ist, aber der Gegner hat aktuell die Oberhand. Hier kommt er auf die natürlich nicht drauf, die stehen da einfach sehr geschützt oder probiert das doch, kann ich mir nicht vorstellen, doch er probiert's und er trifft tatsächlich sehr, sehr gut, also ein super schöner Schuss. Im CW sieht man einfach mal wieder, wie wichtig diese Klasse ist. Der Leopard 1 ist jetzt aus der Mitte auch raus. Das heißt, sie kriegen jetzt wirklich langsam die Überhand über diese Karte. Und ich erwarte jetzt, dass demnächst so mal der richtige Push losgeht. Also der Gegner wird sich da jetzt nicht von Arti rausplashen lassen, sondern irgendwann werden sie jetzt auch mal loslegen wollen. Aber von der Positionierung ganz klar sein Team gerade deutlich besser. Einzig und allein IS-7 covert nach hinten ab, dass da nicht irgendwie jemand durchfährt und vielleicht doch versucht zu cappen. Wobei, da gibt es eigentlich kaum mehr einen. Oh, sehr schön gespottet. Schuss ist raus. Oh, super schöner Treffer. Auch wieder hier um die 1500-1600 Schaden an diesen drei Panzern.
2 zu 3, das Ergebnis, das sagt aber noch gar nichts aus. So, und jetzt kommt der Push, jetzt will der Gegner es wissen. 3 zu 3, jetzt geht's richtig rund. Er hat hier einen Schuss schon parat, aber er kommt nirgendwo wirklich drauf. Vielleicht hier hinten. Aber das wird nichts, er kann nicht so supporten. Den E5, den guckt er sich jetzt hier als Gegner aus. Aber auch da nicht so, wie er will. Hat jetzt hier eine beschissene Situation, weil er sein Team wirklich sehr, sehr, sehr schwierig bis gar nicht unterstützen kann. Der E4 kommt jetzt ein Stück vor. Schuss ist raus. Und dann nimmt er den E4 raus. Ganz wichtiger Move in dem Augenblick. Und jetzt können sie sich hier nach vorne durchschießen. Also plötzlich steht es 8 zu 6. Der Push vom Gegner, der war nicht konsequent genug. Jetzt mit 10 zu 7, da haben sie das Thema schon fast für sich entschieden. Vielleicht kriegt er noch mit einer Granate hier noch einen Kill ab. Verdient hätte er sich's, weil er hier bisher wirklich ein sehr schönes Stellungsspiel bewiesen hat. Und der Schuss ist raus. Wow! 2200 Damage auf den E5. Holy moly, sag ich da nur. Und jetzt muss man sagen, da passiert nicht mehr viel. Das Thema haben sie für sich entschieden. Und ich denke, man kann da attestieren, das war sehr schön. Ich kann ja schon mal die harten Fakten zusammenfassen. Er hat in der Runde 8 Schüsse geschossen. Hat 7 von 7 getroffen. Den Schaden will ich noch nicht verraten. 259 unterstützt, das ist nicht so gut. Klar, gibt es halt nicht mehr her. 1375 XP. Aber wie gesagt, der Schaden, der wird dann doch nochmal richtig satt. Mal schauen, ob er vom E3 noch was abbekommt. Unmöglich ist es nicht. Deswegen will ich den Schaden noch nicht verraten. Wir gucken einfach mal, ob er da nochmal wirken kann. Eingeaimt ist er. Jetzt fährt der E3 da auf den Gegner zu. Schuss ist raus und er macht nochmal 903. Und jetzt kann ich den Schaden verraten. In Summe in der Runde 11.129 Schaden gemacht. Mit weitem Abstand hier Platz 1 in seinem Team. Sensationelle Leistung und mit ihm bzw. durch ihn haben sie auch hier wahrscheinlich die Runde für sich entscheiden können. War mal wieder ein CW, bisschen taktischer, vielleicht nicht so actionreich, wie ihr es gewohnt seid, aber ich denke, ab und an ist das mal schön zu sehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.